Jedenfalls schreibt mir mal bitte jeder irgendeinen Vorschlag, einen Challenge-Vorschlag einfach mal in die Kommentare, Leute. Denn dann habe ich immer für jedes Video immer irgendwas und dann gibt es auch immer weitere Minecraft-Videos. Peace, Freunde, was geht? Ich bin bei Reapers und ich grüße euch zu einem weiteren Minecraft-Video hier auf meinem Kanal. Heute ohne Failscape, tut mir leid, aber ihr habt euch so sehr wieder Minecraft gewünscht, Leute. Und heute gibt es den Wunsch und ich habe was Cooles zu verkünden, denn es gibt jetzt jeden Freitag um 17 Uhr ein Minecraft-Video für jeden Minecraft-Liebhaber auf meinem Kanal. Und wann welche Videos sonst kommen, das erfahrt ihr in den nächsten und anderen Videos. Da werde ich das immer am Anfang sagen. Aber heute habe ich eine coole Challenge dabei. Aber erstmal möchte ich ganz kurz sagen, ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne in der Infocard oder in der Beschreibung meinen Merchandise-Shop gerne auschecken. Natürlich könnt ihr auch meinen Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt, kostenlos gerne abonnieren. Und ja, ich würde sagen, ich erzähle euch mal von der Challenge. Droppt auf jeden Fall auch ein Like, wenn ihr Minecraft jetzt sehen wollt. Also natürlich alles im Eim. Es gibt auch natürlich noch Fortnite. Heutige Challenge, wir haben hier das Nick-Tool. Und den YouTube-Rang, da habe ich natürlich einen lila Namen. Und durch diesen lila Namen wird man ganz gerne mal gefokust. Wir spielen jetzt gleich Skywars und spielen aber hier ohne Nick, was ziemlich schwierig wird, glaube ich. Aber ich würde sagen, let's go, Leute. Okay, Freunde, wir sind jetzt in the round und ja, okay, ich bin mal echt gespannt, wie das jetzt wird, ne? Also ich weiß, wir nehmen mal das Pyro-Kit an der Stelle auch. Holy shit, das wird, glaube ich, so verdammt schwer, Leute. Aber komm, wir geben hier einfach jetzt unser Bestes. Ich habe ewig kein Minecraft mehr gespielt, deswegen seid bitte nicht so böse, wenn ich hier jetzt in irgendeiner Weise verkacke, liebe Leute, weil, naja, ihr wisst Bescheid, Leute. Kein Minecraft mehr gespielt so richtig. Keine Ahnung mehr, wie das Spiel funktioniert. Riesenproblem ist eigentlich hauptsächlich, wir haben eine Enderperle bekommen. Es ging damals immer in die Mitte und es wird auch jetzt immer noch in die Mitte gehen. So, mal schauen, haben wir hier vielleicht ein bisschen Dia-Stuff drin? Nein, das sieht schlecht aus, die Kiste. Oh nein! Jedenfalls, schreibt mir mal bitte jeder irgendeinen Vorschlag, einen Challenge-Vorschlag einfach mal in die Kommentare, Leute. Denn dann habe ich immer für jedes Video immer irgendwas und dann gibt es auch immer weitere Minecraft-Videos. Und der Typ, der fuckt mich hier extrem ab und da kommt auch schon der nächste. Nice, ersten haben wir. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir es hier rüber schaffen. Und da kommt direkt nochmal der nächste und wir sind tot, ey. Okay, was sollen wir machen? Ich meine, man kann jetzt nicht jede Runde übelst krass spielen, aber das war halt ein bisschen angelucky. Wir haben wenigstens einen Kill geholt, da bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden mit. Aber, naja, es hätte auch besser gehen können, muss ich sagen. Also, naja, liebe Leute, aber es wird auf jeden Fall noch, denke ich mal. Ich würde sagen, wir bauen uns mal einfach hier links zu dem Gegner rüber und schauen mal, was der so gerade treibt. Und dann können wir den vielleicht, naja, irgendwie töten vielleicht. Also, Fast Pushen habe ich auf jeden Fall noch nicht verlernt, liebe Leute. Und der Typ hat natürlich wieder Full Dia. Ich merke schon, das Spiel mag mich richtig, Leute. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt mal ganz kurz ein bisschen hochbauen, da der Typ jetzt nämlich kommen möchte. Yo, what's up? Komm, fall mal runter hier. Nice, Alter. Nächster Kill. Und ich bin einfach auf zwei Herzen, weil er mir einen Schlag mitgegeben hat. Das ist so krass einfach. Und der nächste kommt schon. Ich glaub's nicht, Leute. Ich glaub es nicht. Es ist unfassbar, wie die mich hier unbedingt haben wollen. Oh mein Gott. Ich muss mir dringend was einfallen lassen. Komm, wir gehen mal hier rein und verkämpfen uns hier. Er denkt bestimmt, ich bin oben. Okay, er macht den Fortnite-Move und geht auf das Dach. Und denkt sich so, yo, ich hab Highground. Alter, komm doch mal runter, Typ, bitte. Ja, 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 jetzt komm. Er soll einfach drauf reinfallen, der Mosse. Komm, fall drauf rein. Fall drauf rein. Und nein! Ja, mit einem halben Herzchen. Jawohl. Natürlich gibt es jetzt auch wieder aktiv Minecraft-Livestreams. Ich habe da auch einen Streaming-Plan. Ich werde da in den Streams ein bisschen drauf eingehen. Aber ich kann euch jetzt schon mal so was Kleines mitgeben. Denn es gibt ab jetzt jeden Mittwoch und jeden Donnerstag ab knackige 15.30 Uhr einen chilligen Minecraft-Livestream. Das bedeutet, Mittwoch und Donnerstag sind auf jeden Fall auch am Start mit Minecraft, da halt aber als Livestream, deswegen seid da sehr, sehr gerne am Start um 15.30 Uhr, wenn ihr halt Bock auf einen Minecraft-Livestream habt. So, ne? Natürlich kann es auch mal sein, dass es außer der Reihe irgendwie Livestreams gibt. Das heißt ja nicht, dass, also an die Zeiten halte ich mich sowieso, denke ich mal. Außer ich kann irgendwann mal nicht, dann werdet ihr das über Twitter erfahren. Deswegen @byReapers auch gerne mal auf Twitter folgen. Da haben wir auf jeden Fall den nächsten Gegner hier direkt. Den können wir uns auch mal genauso auf die Art snacken, liebe Leute. Wir hocken uns hier rein. Der kann ruhig mal runterkommen. Wir lassen die Tür zu und warten auf ihn. Aber es kann natürlich mal sein, dass außer der Reihe einfach mal ein Livestream kommt. Es leben nur noch mehr. Da, vier Spieler nur noch. Komm schon, das schaffen wir. Jedenfalls kann es sein, dass es dann auch zum Beispiel einmal am Montag, wenn ich da Bock habe. Also montags ist zwar Fortnite-Livestream am Stissel, aber trotzdem kann es ja irgendwann mal sein, dass ich Bock habe, zum Beispiel am Samstag oder sowas doch nochmal irgendwie Minecraft-Livestream zu machen. Und der ist dann außer der Reihe und den wird es dann auf jeden Fall auch geben. Nur damit ihr Bescheid wisst so und der, komm, der kann einen Hit mitkriegen. Oh, oh shit. Shit. Wir haben Trank, er nicht.
So wie es aussieht. Nice, Freunde. Jawohl, jawohl, jawohl. Nice, next kill. Ich muss sagen, mit 3 Kills sind wir schon mal recht gut am Schlüssel. Das läuft doch schon mal wieder. Es leben nur noch 2 Leute. Und das kann bedeuten, wir haben die Challenge direkt geschafft. Oder wir verkacken es jetzt nochmal. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach mal gespannt. Wir schauen mal. Ich weiß nicht, wo wir uns hinbauen. Komm, sollen wir in die Mitte? Die haben halt eh Schneebälle, oder? Aber komm, wir probieren es einfach mal. Nein! Ich bin einfach runtergefallen, weil ich Gefahrsbridge habe. Ich bin so ein Depp. So, Leute, ich bin jetzt einfach mal in eine 8x1er Runde gegangen. Vielleicht wird das alles ein bisschen einfacher. Oder Timon will hier gerade einen Screen machen. Und ich bin mal gespannt, ob die mich hier irgendwie targeten wollen. Jedenfalls war das gerade richtig scheiße, muss ich sagen. Ich hätte das so easy gewinnen können, aber nein. Nein, ich muss natürlich wieder alles kaputt machen und Gomme leckt mal wieder. Ich meine, eigentlich ist Minecraft doch gar nicht mal so sehr besucht. Oder leck. Nö, eigentlich geht's doch, oder? Hallo? Ah, okay, jetzt öffnet sich die Kiste auch mal. So, wir sind schon mal beim ersten Gegner und der hat natürlich wieder das heftigste Equipment aller Zeiten, Leute. Deswegen müssen wir ganz kurz hier einen Gäppel essen. Und ich würde sagen, wir ziehen uns hier nochmal ein bisschen was an, so was auch immer geht. Und dann werden wir auf jeden Fall ihn jetzt hier direkt in Lava setzen. Und ganz kurz mal fighten! Jawolski, Alter, du hättest nicht durch meine Lava gehen sollen, Mensch. Oder wenigstens da rausgehen sollen. Okay, nice. Dankeschön für dein Diaschwert, Digga. Let's go, dann gehen wir mal weiter und holen uns hier den nächsten Gegner. Enderperle ist am Start. Wir haben Essen hier zum Glück. Dann essen wir auch mal direkt was, damit wir wieder ein bisschen vollrecken. Blöcke sind auch genug am Start und der Typ will schon zu mir kommen. Wir müssen aber mal ganz kurz hier eine Eisenhose craften, damit ich hier nicht ganz so lapprig dastehe, wie der letzte Lappen. Sag 7 Rüstungspunkte, damit kann man auf jeden Fall angreifen, denke ich mal. Ich lasse den Typen jetzt einfach mal ein bisschen rüberkommen. Komm schon, Dude. Nein, das ist ein Nein. Genau das ist das, was ich meine, Leute. Es ist so schwierig, weil entweder geben Leute einem was oder sie, ja, sie targeten ein. Ach Mensch, ein goldener Apfel. Ja gut, okay, den lasse ich mir dann mal jetzt hier noch gönnen. Also ich dachte, er wollte mich angreifen und targeten. Aber nein, dann ist er doch nett und gibt mir einen Goldapfel. Aber Leute, bitte, wenn ihr mich irgendwo in der Runde seht, gebt mir nichts oder so. Targetet auch bitte nicht keines von beiden. Spielt einfach ganz normal und lasst es euch gar nicht anmerken, dass ich da bin. Wir holen uns jetzt einfach mal hier den nächsten Gegner. Ich denke mal, der hat schon Bock auf mich, oder? Hast du Bock auf mich? So, wir gappeln mal kurz rein. Das war nämlich so eine dumme... Ah, da ist auch noch einer. So, wir bauen ihn mal kurz zu. Und ich glaube, ich mache mich mal auf den Rückweg, oder? Holy shit! Oh mein Gott, ich habe so viel Leben dadurch verloren. Das war so unnötig. Und der kommt auch noch zu mir, oder was? Och nein. Als ob der jetzt ernsthaft zu mir kommt. Es ist so unglaublich. Wir müssen uns hier runterhocken, weil hier haben wir Low Ground. Okay, jetzt kommt der andere aber auch raus, okay? Oh, Freunde, die kämpfen da einfach. Aber oben aber in meinem Baum. Ich weiß gar nicht, ob da noch einer ist. Sonst bin ich jetzt echt am Arsch. Aber das ist der Epic Lord. Da muss doch noch einer auf meinem Baum sein. Ich bin mir da echt gerade unsicher. Aber komm, wir können es nicht riskieren, Leute. Wir können es nicht riskieren. Ich habe auch immer noch so schlechtes Equipment. Die werden mich sowieso hier klatschen jetzt. Jawohl. Oh mein Gott, Leute. Als ob wir ihm einen Hit verpasst haben. Oh mein Gott, der muss wehgetan haben. Der Punch, der Lucky Punch. Und ist über mir noch einer? Ich weiß es nicht. Es leben noch 3 Spieler. Das kann gut sein. Das kann ziemlich gut sein. Da ist einer. Und da hinten ist einer. Also nein. Nein! Oh mein Gott! Alter, Freunde, war das knapp. Oh mein Gott, direkt hier erstmal Potion gönnen. Dann machen wir hier erstmal zack. Und gönnen uns so schnell es geht noch eine Healing Potion. Komm, 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 komm. Schnell. Wir brauchen das Dia Equipment. Zack. Eisenhose, jawohl, nice. Und mehr brauche ich nicht. Let's go, ab wieder rüber. Letzter Kill, Leute, dann hätten wir die Challenge geschafft. Wenn wir den Typen holen. Es wird knapp. Nein, oh mein Gott, nein, er kommt schon runter. Jawohl, wir haben ihn unten. Leute, haben wir die Challenge geschafft. An die Challenge. Jawohl, jawohl, yes, Leute, geil, ey. Richtig cool. Vielen, 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 vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Und zwar wird das Ganze morgen um 10 Uhr sein, Leute. Morgen um 10 Uhr gibt es eine Supporter-Verarsche. Die wurde sich auch immer oft gewünscht, Leute. Deswegen ab morgen gibt es hier eine Supporter-Verarsche auch. Wie gesagt, ich habe meine geregelten Zeiten. Also morgen am Samstag gibt es dann eine richtig fette Supporter-Verarsche für euch. Freut euch echt extrem drauf. Wird richtig, richtig cool, Leute. Deswegen freut euch drauf. Bis morgen um 10. Und seid am Schlüssel, Leute. Abo-Box-Camper sind immer gerne gesehen. Ich bedanke mich. Bis dann. Ciao, ciao. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss.